Morgen. 6:48 Uhr. Ich fahre gleich los. Ich fahre los, ich schaue mir die Wohnung an, bringe Töchterchen vorher in die Schule, trinke noch einen Schluck Tee. Dann sehen wir uns gleich im Laden. Kollege meint, ja, das ist richtig gut, das war mal eine Galerie. Aber immer wenn sie so viel erzählen, dass es gut ist, ist es meistens ja auch nicht und ich kann ja nicht kaufen da. Werde ich berichten. So, jetzt gehe ich rein und schau mir das mal an, das Desaster. Gut, von da gibt es auch keine große Basis. Ey, was für ein Idiot, ey. Warum fahr ich überhaupt hierher? Echt. Was für ein Klops? Kinder da? Nicht? Kinder Nummer 7? Das existiert nicht. Das fällt weg. Das ist so geil, dass man auch eine Straße erwähnt, wo nicht mal eine Hausnummer existiert. Also die, ausgerechnet die existiert nicht. Die 5 existiert, aber die 6 und die 7 sind wegrationalisiert. Dann jetzt wieder, ne, 6, 7 und 8 sind wegrationalisiert. Oh, ärgert mich das gerade, ey. Jetzt bin ich extra hierher gefahren, oh, so also ein Stress, hab genug rausgeschmissen, schnell, muss weiter. Oh, denkst dann kannst du mal. Scheiß, Hauptsache kommt heute Nachmittag vorbei, damit ich mein Frust loswerden kann. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Muss mir doch die richtige Adresse sagen. Kann doch nicht irgendein Scheiß. Ja, irgendwie, ich muss mal gucken, Karte. So ein Wichs, ey. Mann! Mach ich nicht nochmal. So, ich ärgere mich gerade sehr darüber, dass ich jetzt eine schöne Stunde Zeit verspoilt habe, ey. Erste Räucherfähnchen werden wir anzünden jetzt. Stinkt nach Müll hier drin, wie immer. Ja, der Tischler, der muss da mal ran. Fenster raus, neue drin, fertig. Jetzt, ey, das ärgert mich. Wie mich das ärgert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh, bin ich sauer. Mann, ich hab mich so gefreut. Guckst du mal eine Bude an wieder. Du kommst da hin? Nüscht. Die Nummer existiert ja nicht. Ordnungsamt ist nicht Bescheid. Geht aber nicht Bescheid. Ist ja auch nicht so, dass ich umsonst durch Berlin fahre. Ja, ne? Das mache ich gerne ohne aus Jux und Dallerei. Da finde ich schon schön, wenn man bei rumkommt. Aber so, ja, nicht so. Naja, jetzt zeigt als Bildungsauftrag halt jetzt die Dankelmannstraße kennengelernt. Mit der vermissten Hausnummer 7, 8, 6, 7 und 8. So. Das ist jetzt meine Bildung für heute. Gut, ich räume jetzt raus hier. Ich mache jetzt auf. Ich bin jetzt pünktlich 9 Uhr. Zeig her, da dein Titelblatt. Die Weisheiten der 100-Jährigen. Die Weisheiten der 100-Jährigen. Zeig mal her. Bis dann, Wolfgang. So, Wolle ist weg. Den Müllgeruch haben wir ein bisschen bekämpft hier mit anderem Stink. Ach, ist das schlimm. So, was haben wir jetzt hier? Was ist das? Scheiße, ich ärgere mich so. So, ihr bleibt jetzt mal hier. Und schauen wir mal, was so passiert. Technobike. Ah, warum auch immer Techno? Vielleicht, weil man zockende Augenlider bekommt, wenn man so ein Rad sieht. So, Krampf. Kann man flimmern und so. Techno. Mein Rad ist kaputt, sagt sie. Ich komme hoch, ich sage, ich sehe nichts. Ich meine, hier ist alles kaputt. Mein Rad. Ja, platter Reifen. Also da muss man ja so ein bisschen nachfragen, weil die wollen ja nicht alle repariert haben, ne? Ja, der Reifen ist platt. Das ist jetzt ihre Reparatur für heute. An diesem Technobike, der Reifen ist platt.
Hätte ich angefangen zu reparieren, wäre ich heute Abend noch nicht fertig. Siehst, so ist es. Erste Reparatur heute. Technobike. Schaut euch mal Schaltwerk an, wie das steht. Kein Witz. Ey, ist ein Ding, wa? Wie die Leute fahren. Mit was für Krücken. Neuer Schlauch. Und wieder rennen. Das war's. Next. Einmal nur verraten. Hinterrad platt. Neuer Schlauch. Da bist du. Soll ich einen Kaffee machen? Willst du überhaupt einen? Doch, du hast schon einen. Nee, ich habe noch gerade telefoniert. Alle schütten heute ihr Herz bei mir aus. Ja, zwei Leute, Nussel und Elke. Hoffentlich kommt er nachher vorbei, da kann ich ihn nicht sagen, ey. Das ist so Ärger. Interessiert ihn dann ohne, er hat ja auch gewartet. Irgendwo stand der bestimmt auf der Straße und so. Warum kommt denn er nicht? Er ist unzuverlässig. Er ärgert sich über mich, ich ärgere mich über ihn. Aber ich war da! Hä? Hä? Ja. Kaffee. Ich sage ja gerade, der ärgert sich bestimmt genauso über mich. Jo, ah, warum kommt der denn nicht? Der steht irgendwo, der Trottel, und hat mir die falsche Adresse gesagt. Hier. Jetzt halt gerade die Frühstück mit Carsten zusammen. Ja, das hat Spaß gemacht, ein bisschen gequatscht haben wir. Und so. Das war echt gut. Jetzt habe ich hier ein Hinterradlaufrad, wo wir einen platten Reifen haben. Aufgrund einer Speiche, die gerissen ist, das hatte ich ja schon mal erwähnt, wenn eine Speiche reißt, dann löst sie sich und durchsticht das Felgenband und den Schlauch. Das ist hier passiert. Ich nehme erstmal den Schlauch runter, den Mantel runter. Nee, hier. Decke ist völlig im Arsch. Völlig kaputt. Hier. Muss eine neue Decke rufen. Das mache ich immer. Kann keiner erzählen, man denkt sich das aus. Will ja auch keiner erzählen, aber man weiß ja nie. Speiche mäßig aus, ersetzig. Decke, Schlauch, Speiche. Wir beginnen mit der Speiche. Ist zwar keine Sprengregenzange, aber man kann sie prima dafür nehmen. Zack. Ab. Ab. Das Ding runter. Haben wir eine extra stabile Speiche genommen. Mit einem dicken Ende. Ah, ist ja noch einer. Na, natürlich zwei kaputt. Also hole ich noch einer.
Diamant. Duomatic ist das. Wir gucken mal, wo das Problem liegt. Das dreht nicht mehr richtig hier. Ja! Bin leider. Carsten ist da, der bringt mir was Schönes. Gucken wir mal. Das ist im Prinzip, das ist ein Kosten hier drin. Dann in der Mappe ist. Da ist dieses Ringzeug da drin noch. Ein Boxer und das hier. Ich muss haben zusammen 300. Habe ich dafür Zeit ein bisschen? Weil ich will es nicht jetzt. Ja, Na, ich will mir das dann in Ruhe angucken, dann will ich es heute Abend mir angucken. Nämlich. Ja? Wenn das in Ordnung ist für dich? Schau ich mir heute Abend dann in Ruhe. Da freue ich mich schon drauf. Ja, gucken wir mal. Ich schaue mir das heute Abend an. Bin schon gespannt. 300 wieder. Ja, jetzt ist mal viel dran, aber es kann ganz wenig sein. Wie gesagt, mit dem Teil ist man manchmal schon dabei. Okay, weiter jetzt. Oh Mann, ich hab schlimme Sachen auf YouTube, ey, ist ja unglaublich. Meine Tochter guckt jetzt irgendwas so mit Lego-Figuren. Ganz schlecht gesprochen. Fürchterliche Dialoge. Und die Dose was, hat Millionen Klicks oder so was. Ich hab keine Ahnung, aber ich glaube, die machen mich hier damit. So unglaublich. Die könnten was bewegen, aber die behalten es einfach für sich. Heute machen wir ein neues YouTube-Video. So geht's denn. Na, ich mache hier ein YouTube-Video von, wie ich im Dreck rumwühle, wie ich jeden Tag hart arbeite. So. Kette euch raus. Was haben wir denn hier für ein Problemchen? Das ist ja viel zu fest. Das sieht schon mal ja nicht. Also ab. Ab. Ey, ist viel zu festgeschraubt, einfach würde ich denken. Ich würde sagen, die Konter sind viel zu fest gedreht hier und das ist alles. Deswegen funktioniert das nicht hier. Kann man ja kaum bewegen. Boah, kommt mal mit. So, ich hab's einfach mal neu gekontert und jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Na, wie geht's? Wie steht's? Boah! Geht's auch? Ja. Und bei dir so? Ja, geht so. Kann ich das trotzdem hier lassen, oder? Ja, klar. Ne? So, soll ich uns hinstellen? Hey, Brummel! Das ist nicht zur allgemeinen Verköstigung gedacht. Der Brummel sitzt da und isst Traum. Deine Traum, oder? Deine Traum, ja. Das ist unglaublich. Die ganze Melone rausstellen, die isst der auf alles. Ich bring's runter, oder? Ich bring's runter. Okay, das, das ist nett. Jetzt fehlt eben nur noch die. Wolfgang stirbt da draußen schon wieder. Mann, ey, wirklich.
So, Bremse haben wir dran. Schöne BMX-Bremse. Also das mag aber jetzt ohne so oft. Eine schöne BMX-Bremse, das mag ich jetzt ohne so oft mehr. Ja, dann habe ich keine mehr. Die Hebel sind jetzt alle, habe ich auch keine mehr. Die Weinmann-Hebel von 1990. Natürlich sehr schade. Muss ich neue organisieren. Mal gucken, wo ich noch einen Restposten herbekomme. Die sind wirklich geil. Also die sind wirklich geil. Die sind wirklich gut. Die haben geile Bremsen, geile Übersetzungen. Die sind angenehm, fassen sich gut an, halten lange. Macht Spaß. Ach so, der. Ja. Ja, der alles vergraben hat schon. Ich habe ja einen Detektor. Er soll jetzt nur. Wir liegen mit einer Karte hin, er soll jetzt nur so ungenau einkreuzen. Nochmal kicken, wie ich das mache. Du holst direkt eine ganze Kiste. Ja, ich hab bestellt. Das ist für Marlies. Das ist Skoda, wa? Ja. Ja, die trifft Marlies gar nicht. Kannst du auch nicht mehr erinnern. Mann, ist jetzt schon spät. Heute ist nichts passiert, tut mir leid. Heute habe ich nicht viel aufgenommen, nicht viel Interessantes aufgenommen. Aber ich mache noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar mache ich den dann um. Denn oben habe ich eine ganze Menge jetzt zur Sichtung bekommen von Carsten. Was er mir natürlich verkaufen möchte. Eine Sache habe ich schon gekauft, das war total toll. Seid gespannt, werdet ihr gleich sehen. $20 Note habe ich gekauft. Signiert von Johnny Cash. Es gibt Kartoffelsuppe und Katalogware aus dem Keller, ey. Bombenstabil. Also den Schulkatalog. Den würde ich schon nehmen von 1953, Musterbuch. Aber nicht für 25. Würde ich nicht machen. Würde ich nie haben. Für 25 nehme ich den nicht. Das ist mir zu viel. Oh Gott. Was willst du denn? Mein Bauch ist so voll. Du musst nicht so viel futtern. Und es auf der Suche machen wir. Jetzt haut die wieder ab. Es ist furchtbar. Also Kasala und den. Abhauen. Würde ich schon nehmen, aber für 25 zusammen hier und nicht Stück 25. Einfach zu teuer. Das steht mir zu lange. Das hat ein Jahr drin, bevor es verkauft wird. Mit Kellergeruch. Das ist mir nicht. Politiker oder was? Hans-Dietrich Genscher. Langweilig. Das kann man nicht mit anfangen. Städtische Straßenbahn. Straßenbahn. Das hat der doch von mir. Das hat der doch von mir im Konvolut gekauft. Das ist doch Schwachsinn. So. Das hat er doch von mir gekauft. Das hat er von mir gekauft. So, was hat er hier noch? Ausbildungsplan. Das ist doch keine liebe Gerade. Was soll ich denn mal bei Ihnen schreiben, Herrgott?
Professor Hopps. In deinem Bett schlafen. Ich muss jetzt erstmal essen. Aber können wir in deinem Bett schlafen? Können wir schon machen, aber eigentlich wollte ich ja, dass Mama noch mal kommt. Ich muss die noch weiter hinlegen. Okay, ein Ding ist hierbei, das finde ich ganz gut. Würde ich nehmen für ein Fuffi. Und zwar ist das Siemens. Die Siemens-Akte. Die würde ich nehmen. In dem einen Heft ein Teil. Mensch, ich habe heute echt Scheiße gekauft. Der Johnny Cash ist nicht wert. Der war schon im Netz. Johnny Cash ist schon was wert, aber nicht, wenn er durchs Netz genudelt wird. Das ist das Problem an der Geschichte, deswegen ist das alles scheiße. Jetzt habe ich den an der Backe. Der ist natürlich locker das Geld wert, was ich bezahlt habe, aber der ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt. Also nochmal von vorne, ich habe einen Johnny Cash gekauft heute. Eine 20-Dollar-Note, signiert von Johnny Cash. Das Problem an der Geschichte ist, dass das Teil schon im Netz war und schon irgendwie, was weiß ich, 2-3 Wochen wahrscheinlich jeder gesehen hat, den es interessieren könnte. Für Preis X, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht für 200 oder für 250 oder vielleicht für 150. Problem an der Geschichte ist, wenn ich den jetzt reinballer, als Original für 500 nur angenommen, obwohl er viel mehr wert ist. Das ist ein Original, das weiß ich. Ich kenne die Quelle, ich weiß ja, wo er her ist. Er hat mir natürlich sagen können, dass er schon im Netz war. Damit ist er verbrannt. Kann ich jetzt irgendwie 10 Jahre aufheben und dann irgendwie anbieten. Das ist ein bisschen ärgerlich, damit ist das Ding gebunden. Egal. Aber 180 Euro war. Bumm, weg. Okay, jetzt geht's weiter. Die Siemens-Akte über die Kurven ist Karl Friedrich Siemens, hat das Ding signiert. Auf eben so ein Ding. Jetzt haben wir das Negative, hier die ganze Packung, die gucke ich mir jetzt auch erstmal an, dann werde ich mal beurteilen, ob ich die auch noch nehme oder so. Ist nischt, nischt bei. Fuck, Scheiße. Das ist schon ein sehr geiles Mucha. Mucha-Zeit Berliner Fibel. Okay, kennen wir 50er. Finde ich geil, einfach so. Würde ich nehmen, aber das ist nicht schlecht hier. Das ist der Zirkus oder was? Carolina. Okay. Habe ich mal gesehen. Das ist auf alle Fälle. Okay, ist egal. Ist ein Oskar Knudsen. Ich meine, der ist ja auch bekannt.
weiß ich schon. Das gibt jetzt einen Film, das ist ja unwahrscheinlich. Ja, da war Knutzen ist gut. So, noch. Ist der geil, ey, ein Original? Die Straße ist keine Rennbahn. Wie geil der Entwurf ist. Scheiße. Willst du ins Bett gehen? Damit schließe ich. Ich weiß nicht, ob ich das nehme. Das sind 300 Euro, sind viel Geld. Ich weiß nicht, wo ich das... Das hernehme. Da muss ich ja durch zwei Sachen schon finanzieren. Aber eigentlich könnte man es nehmen. Das ist so viel schon wieder. So viel Müll bei. So viele Sachen, die gar nicht sind. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. Bis dann. Ciao.